Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video in der 42-tägigen Selbsterkenntnisreise. Ja, wir sind schon eine Weile jetzt miteinander gereist, schon fast 4 Wochen, eine ganz schön lange Reise. Und die Reise dauert auch noch gute 2 Wochen bis zum 6. September. Gestern hat der Gerhard über den Willen gesprochen, in dem Sinne, dein Wille geschehe, dass der göttliche Wille geschehe. Und er hat auch etwas darüber ausgesagt, wie du auch im Horoskop darüber etwas herausfinden kannst, wie du dem auf die Schliche kommen kannst, um auch für dich den göttlichen Willen zu erkennen. Heute möchte ich das Thema von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Und ich möchte dir gleich am Anfang sagen, es ist schön, Techniken kennenzulernen, um einzelne Aspekte aus deinem Horoskop heraus deuten zu können. Gleichzeitig ist es so, dass auch hinter der gesamten vedischen Astrologie auch eine Lebensphilosophie verborgen ist. Das bedeutet, du kannst dadurch nicht nur konkret über dich persönlich Details erfahren, sondern du kannst auch das Leben, wie es funktioniert. Wenn du hier tiefer einsteigst, kannst du ein Lebensbild bekommen, kannst du den Ablauf hier besser verstehen oder wie auch Dinge zusammenhängen. Da die Astrologie ein Werkzeug ist, was den Menschen an die Hand gegeben wurde, geht es also darum, zwar in einem Schritt oder in einem sehr wichtigen Schritt auch mehr über dich selbst zu erfahren, natürlich, doch es geht auch darum, dass die Astrologie dir ein Modell bietet, wie du das Leben im Allgemeinen mit seinen Inhalten besser verstehen kannst. Und so möchte ich dieses Video heute dem Thema Wille widmen, wie Wille überhaupt zustande kommt, woher kommt der Wille, heißt deswegen dieses Video. Ich werde Bezug nehmen auf die Astrologie, aber es geht jetzt nicht im Konkreten darum, dass du jetzt hier einzelne Deutungen aus deinem Horoskop herausfinden kannst, sondern es geht darum, dass du auch ein Konzept dahinter verstehst. Zum Thema Wille. Und da ist es so, dass in der indischen Astrologie hier wird jedem Planeten auch eine Zahl zugeordnet. Und wenn du auch die Zahlenzuordnung zu den Planeten kennst, dann verstehst du auch, dass die 1 ganz am Anfang ist, dass auf die 1 die 2 folgt und danach kommt die 3. Und diese Reihenfolge hat einen bestimmten Grund, einen bestimmten Aufbau. Und ich werde dir gleich verraten, welcher Planet bzw. wer die 1 darstellt, wem die 2 zugeordnet wird und wer die 3 darstellt und warum das in dieser Reihenfolge abläuft. Denn wenn du diese Reihenfolge kennst und wenn du hier die Bedeutungen verstehst, dann weißt du, woher der Wille kommt. Und nachdem ich dir das erklärt habe, möchte ich vor allen Dingen auf die Nummer 2 eingehen und den Faktor, der 2 in der indischen Astrologie zugeordnet wird. Denn dieser Faktor oder was da drin ist oder um was es dabei geht, ist entscheidend für deinen Willen. Ist entscheidend für deinen Willen. Warum ist der Wille überhaupt so wichtig, weil das, was du willst, das wirst du tun. Der Wille bestimmt deine Handlungen, der Wille bestimmt deine Taten. Das, was du willst, das wirst du tun. Wenn du bestimmte Dinge dann tust, wirst du bestimmte Ergebnisse in deinem Leben erhalten, wirst du dir bestimmte Umstände in deinem Leben erschaffen. Gefallen dir die Umstände in deinem Leben nicht, gefallen dir die Ergebnisse, die du in deinem Leben erschaffen hast, nicht, dann musst du zurückgehen und musst du schauen, wie es um deinen Willen bestellt ist.
Denn deine Handlungen geschehen nicht einfach nur so. Bevor du gehandelt hast, wolltest du etwas. Deswegen hast du eine bestimmte Handlung unternommen. Deswegen hast du bestimmte Umstände und bestimmte Ergebnisse. Willst du andere Umstände, willst du andere Ergebnisse, musst du deinen Willen korrigieren. Doch der Wille ist nicht der Anfang. Da musst du dann sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen. Und um das geht es jetzt letztlich in diesem Video. Es geht darum, woher kommt dein Wille? Und wenn du das verstehst, hast du auch eine Möglichkeit, dass du andere Handlungen unternimmst, weil du andere Dinge willst, um dann letztlich auch zu anderen oder besseren Ergebnissen zu kommen, sofern das auf dich zutrifft. Und um etwas anderes zu wollen, musst du an die Quelle vorher gehen, an die Quelle, die deinen Willen bestimmt. Und so möchte ich jetzt auf die Zahlen 1, 2 und 3 eingehen. Und die 1 wird in der indischen Astrologie der Sonne zugeordnet. Die 1 ist die Sonne, so wie du das auf diesem schönen Bild hier siehst. Die 1 ist die Sonne. Die 1 oder die Sonne wird in der indischen Astrologie dem Göttlichen, dem höheren Selbst zugeordnet. Wie spricht das Göttliche, wie spricht das höhere Selbst mit dir, wie spricht dein höheres Selbst mit dir? Durch deine Inspirationen, durch deine Eingebungen. Also, dein höheres Selbst nimmt Kontakt mit dir auf, das Göttliche nimmt Kontakt mit dir auf durch deine Inspirationen, durch deine Eingebungen. Das ist die Eins, das ist der Ursprung, das ist der Anfang von allem. Doch wie geht es dann weiter? Was sollte, wenn alles gut funktioniert, wie sollte es jetzt weitergehen? Jetzt folgt die 2 und das ist die Reflexion. Du reflektierst, was du aufgenommen hast von der Sonne und das tut der Mond. Der Mond reflektiert das Licht der Sonne. Der Mond hat die Aufgabe, die Inspirationen, sich jetzt damit zu beschäftigen im Bewusstsein. Im Bewusstsein, in deiner Vorstellung, setzt du dich jetzt auseinander mit deinen Inspirationen oder mit deinen Eingebungen. Deswegen ist der Mond die 2. Der Mond kommt an zweiter Stelle, denn nachdem du inspiriert wurdest zu irgendetwas, nachdem du eine Eingebung erhalten hast zu irgendetwas, wird diese Inspiration jetzt in deinem Bewusstsein, im Englischen sagt man Mind, es gibt keine so gute Übersetzung für diesen Begriff. Ich versuche es mit Bewusstsein, Vorstellungskraft in deinem Gemüt, wird jetzt diese Inspiration vorhanden sein. Ja, es heißt ja auch, alles beginnt im Geiste und dann kommt die Vorstellungskraft. Dann ist es in deinem Bewusstsein. Am Anfang war der Impuls der Sonne. Am Anfang war die Inspiration. Am Anfang war die Eingebung. Aber dann beschäftigst du dich, reflektierst du das, was du erhalten hast, in deinem Bewusstsein. Und daraus entsteht dann die 3. Und was ist die 3? Du kannst es dir schon denken. Das, was du in deinem Bewusstsein hast, daraus entsteht dann ein Wille und aus dem Willen entsteht dann die Aktion. Und so ist der Mars der Wille, die 3. Und aus ihm folgt dann die Handlung, die Umsetzung. Das bedeutet, du setzt die Dinge um oder du willst die Dinge, die du in deinem Bewusstsein hast. Aber jetzt Achtung, hast du deine Inspirationen meistens in deinem Bewusstsein? Hast du deine Eingebungen meistens in deinem Bewusstsein? Oder hast du das im Bewusstsein, was andere möchten, dass du im Bewusstsein hast?
wo die Medien, egal ob es Fernseher ist, Radio, Zeitschriften, Zeitungen, Internetquellen, was auch immer und wo auch immer du konsumierst, das geht in dein Bewusstsein hinein. Wenn dein Bewusstsein, ich gehe nochmal auf das Bild zurück, wenn in deinem Bewusstsein jetzt nicht Themen reflektiert werden, die aus der Sonne, aus der Quelle, aus deinem höheren Sein stammen, sondern von anderen Quellen von außen stammen, dann wirst du Dinge wollen, die nichts mit deinen Inspirationen zu tun haben, sondern du wirst Dinge wollen, die du aufgenommen hast in dein Bewusstsein, die du reflektiert hast, die aber von äußeren Quellen stammen. Und der Gerhard sagt immer, den Krieg, den wir heutzutage haben, der ist nicht auf der äußeren Ebene, sondern der findet bezüglich deines Bewusstseins statt. Und warum ist das Bewusstsein so wichtig? Weil hier reflektierst du, weil das, was du in deiner Vorstellung hast, das wirst du wollen und das wirst du dann umsetzen. Damit wirst du in die Handlung gehen und diese Ergebnisse wirst du dann in deinem Leben produzieren und diese Umstände wirst du dir dann erschaffen. Wieso leben die wenigsten Menschen ein Leben, wo sie sagen können, wow, ich habe meine Inspirationen umgesetzt. Wow, ich folge meinen Eingebungen, weil sie es zulassen, dass sie auf der zweiten Ebene beim Mond in ihrer Vorstellung von anderen Programmen, Ideen, Gedanken, Meinungen, Intentionen, was auch immer bestimmt werden. Und wenn du jetzt hier nicht aufpasst und wenn du dein Bewusstsein nicht reinigst, das Wort, das magische Wort lautet hier Bewusstseinshygiene. Wenn du da nicht das rausschmeißt, was deinen Inspirationen, deinen Eingebungen sogar im Wege steht oder denen sogar entgegengesetzt ist, dann wirst du nicht einen Willen erschaffen oder einen Willen haben, der sagt, toll, ich folge meinen Inspirationen, toll, ich setze meine Eingebungen um, sondern du wirst das für dich erschaffen, was dominant in deinem Bewusstsein ist, was du dominant in deiner Vorstellung hast. Und das erklärt auch, warum angeblich so viele Menschen in dieser heutigen modernen Welt alle das Gleiche wollen, haben alle die gleichen Inspirationen und Eingebungen? Ganz bestimmt nicht. Aber der Weg, die eigenen Eingebungen, Inspirationen wahrnehmen zu können, ist besetzt. Mit was? Mit all den Dingen, die du permanent von außen aufnimmst. Und wenn du jetzt weißt, dass dein Wille deine Aktionen bestimmt und deine Aktionen deine Ergebnisse und Umstände und dass aber der Wille gelenkt wird durch dein Bewusstsein, durch das, was du in deinem Gemüt trägst, was du reflektierst, mit was du dich beschäftigst, was in deiner Vorstellung ist, dann ist es bitte deine Verantwortung zu prüfen, was du in dich hineinlässt und was nicht. Tut dir zum Beispiel dieses Video von mir nicht gut, weil du hier total verschlossen bist, in Ordnung, dann schalte es aus, nimm es nicht in dein Bewusstsein auf. Tun dir die Nachrichten nicht gut, die permanent Angst und Schrecken letztlich in dich einpflanzen, dann bitte höre auf, sie in dem Ausmaß zu konsumieren. Schalte die Nachrichten aus, lies die Zeitungen nicht mehr oder nur noch in so einem kurzen Sequenz, dass du etwas überfliegst, aber nicht mehr in der Tiefe. Warum? Weil das prägt dein Bewusstsein. Über diese Dinge wirst du nachdenken.
Das wirst du reflektieren, das, was von außen auf dich zukommt, wirst du reflektieren. Du wirst dann anfangen, solche Dinge zu wollen, oder du wirst dann anfangen, einen Willen zu entwickeln, wie du dich vor den ganzen Ängsten, die in dich eingepflanzt werden, wie du dich davor schützen kannst. Und dann machst du irgendwelche Dinge, baust dein Leben auf Sicherheiten auf, um ja eben, dass deine Ängste nicht kommen können. Oder versuchst nur im Außen deine Stabilität zu suchen, wie auch immer du reagieren magst. Aber der Ursprung, die Eins, die Inspiration, deine Eingebungen, deine persönlichen individuellen Eingebungen, deine persönlichen Inspirationen, die haben gar keinen Platz mehr, weil die meisten Menschen sind sowas von total besetzt. Besetzt in ihrem Bewusstsein mit Meinungen, Ideen, Vorstellungen von dem Außen. Und deswegen laufen wir alle so konform. Deswegen leben die Menschen ähnliche Leben, tun ähnliche Dinge, verlangen nach ähnlichen Sachen, weil sie von außen hier ein Stück weit das alles vorgegeben wird. Daraus entsteht dann das, was du willst. Daraus entstehen deine Aktionen und daraus entstehen dann die Umstände und Ergebnisse, die du hast. Der Gerhard sagte aber, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe bedeutet auch, dass du wieder einen Zugang bekommen solltest zu deinen Inspirationen, die aus deiner individuellen höheren Quelle stammen. Und dafür musst du Platz machen. Du musst Platz machen. Du musst all das rausschmeißen, was nicht wirklich du bist oder wo du mit dem nicht einverstanden bist. Mache Bewusstseins Hygiene, damit ein Raum entsteht, ein für dich heiliger Raum in deinem Inneren, in deinem Bewusstsein, sodass dein höheres Selbst überhaupt erstmal wieder eine Chance hat, mit dir zu sprechen, damit du überhaupt wieder empfänglich werden kannst für deine höheren Eingebungen. Und wenn du das tust, wenn du diesen Raum schaffst, wenn du das, was nicht zu dir gehört, rausschmeißt, und wenn du aufhörst, das, was du nicht wirklich bist, zu konsumieren, wenn du mit diesem Konsum, der dir nicht entspricht, aufhörst, wirst du einen Raum schaffen, damit du deine Inspirationen erneut wahrnehmen kannst. Und was geschieht dann? Dann wirst du auch in der Lage zu sein, einen Willen zu entwickeln, mit dem du deine individuellen Inspirationen dann umsetzen kannst. Daraus werden Handlungen in diese Richtung entstehen, daraus werden Umstände erschaffen und diese Umstände spiegeln dir dann deine Inspirationen wider. Und glaube mir, ein Leben zu leben, ein inspiriertes Leben zu leben, Umstände dir zu erschaffen, die aufgrund deiner Inspirationen, deiner individuellen Inspirationen entstanden sind, ist eine andere Art von Leben, als wie ein Leben zu führen, wo man tut, was doch jeder tut. Dafür bist du nicht hierher gekommen. Du bist nicht hierher gekommen, um zu tun, was jeder tut. Du bist hierher gekommen, um das zu tun, wozu du persönlich, individuell inspiriert bist. Gut, dabei möchte ich es belassen in diesem Video. Natürlich gibt es auch individuelle Deutungen, um herauszufinden, wie es um deine Sonne steht, wie es um deinen Mond steht, wie es um deinen Mars steht. Das ist jetzt nicht Thema dieses Videos gewesen, sondern ich wollte dir sagen, wie du, wenn du dich auch dem Studium der Astrologie widmest oder dem Studium deines Horoskops, dass du auch Zusammenhänge besser verstehen kannst, dass du auch das Leben, wie es abläuft, besser verstehen kannst und auch diese Informationen zusätzlich zu individuellen Deutungen werden dir helfen, besser durchs Leben zu gehen. Wenn du zu Gerhard seiner Online-Schule, wo du die vedische Astrologie erlernen kannst, mehr wissen möchtest, oder wenn du auch sehen möchtest, was ich für verschiedene vedische Horoskope anbiete, dann klicke bitte einfach unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. In diesem Sinne verabschiede ich mich.
für heute von dir und wünsche dir ein inspiriertes Leben. Wünsche dir, dass du wieder Platz machst, dass deine Inspirationen überhaupt wieder einen Raum bekommen in deinem Bewusstsein und dass daraus dann für dich die passenden Handlungen und Aktionen entstehen. In diesem Sinne noch einmal alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Video.